Wir machen es uns heute gemütlich, denn wir reden übers Aussitzen. Das hatte wohl auch Ach, Anne super. Spiegel lange vor als Bundesfamilienministerin ihre Verfehlungen aus der Vergangenheit als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz einfach mal auszusitzen über die Zeit. Hat nicht geklappt, haben wir ja gesehen Anfang der Woche. Vielleicht fehlt ihr aber auch einfach die Erfahrung einer Angela Merkel oder Olaf Scholz ist auch schon, glaube ich, ganz gut im Aussitzen. Herr Küppersbusch, wie lange muss ich denn jetzt hier im Studio sitzen bleiben, bis ich als Aussitzer gelte? Super Anmoderation und ich lege jetzt die Füße auf den Tisch und sitze die Antwort ab. Dann komme ich so langsam ins Ausschwitzen, glaube ich. Da kriegen wir Stress, ja, ne? Also und so eine Lücke auf dem Sender, die wirkt immer viel länger. Als mir ist das auch schon mal passiert, so ein Blackout und gehst aus dem Studio. Ich hatte hochrote Backen und schämte mich und die Kollegen sagten, was ist denn los? Also der Insasse dieses Aussitzens, die muss echt Nerven haben, weil man das sehr, sehr deutlich spürt. Also es gibt so einen kleinen Kalender, eine kleine To-Do-Liste für professionelle Aussitzer, die sagen, du musst frühe Festlegungen vermeiden. Also dann kann dich auch niemand an dem messen, was du da tust. Du musst schweigen können, also gerade weil es dann Kritik hagelt und die versuchen sehr Großes zurückzukoffern, nein, gar nichts sagen und du musst kalt logisch denken, drauf gucken, wie geht das Ding aus, wo sind vielleicht meine Alliierten, wo sind vielleicht auch die Lobbys, die Machtgruppen, die wollen, dass ich da bleibe und all das gehört zum klugen politischen Aussitzen dazu, so wurde es bei Helmut Kohl und so wurde es auch bei Angela Merkel analysiert. Also Helmut Kohl, einer der erfolgreichsten Aussitzer in der deutschen Politik, ist das so? Er hat den Ruhm des Wortes und dieser politischen Strategie begründet, eigentlich bevor er überhaupt Bundeskanzler war, denn er hatte ja 1976 schon eine Wahl mit donnernden 48,6% verloren. Das muss man auch erstmal schaffen. Also annäherungsweise absolute Mehrheit. Aber dass das dann nicht zum Regierungswechsel zu seiner Kanzlerschaft führte, 76 zerlegte die Union. Zwischen CDU und CSU gab es Krach. Er musste bis 82 warten, also einmal zwischendurch Franz Josef Strauß ranlassen, damit er sich eine Ohrfeige von Helmut Schmidt abholt. Und dann wurde es, kündigte die geistig-moralische Wende an, dann hatten alle große Erwartungen. Ja, aber was kam? Die Flick-Affäre. Und eigentlich hat Kohl ganz behutsam zunächst mal die Politik der Vorgängerregierung Schmidt übernommen. So richtig sowas ist, so falsch ist das. Im Geschichtsbuch wird er stehen mit seiner vergleichsweise blitzschnellen Reaktion auf den Mantel der Geschichte, auf das Window of Opportunity bei der Wiedervereinigung. Stardesigner und Stuhlproduzent Philipp Stark, der ist sich sicher, dass das Sitzen in 15 oder 20 Jahren abgeschafft wird, weil es so ungesund ist. Dann kann man ja gar nichts mehr aussitzen, höchstens noch ausstehen. Aber dass man jemanden nicht ausstehen kann, verhindert ja nicht, dass er es doch aussitzt. Siehe Andi Scheuer als jahrelang unbeliebtester Verkehrsminister zum Beispiel. Das muss man auch erstmal schaffen, genau. Und dann ist man irgendwann aussätzig, weil man außen sitzen muss wegen einer möglicherweise ansteckenden Krankheit. Also ein falscher Freund des Aussitzens sozusagen als Wort. Die Reiter kennen das auch sehr gut, dass das Aussitzen gar nicht so eine passive Veranstaltung ist, wenn man beim Trab fest im Sattel sitzt und sich den Bewegungen des Tieres anpasst. Das ist das Aussitzen auf dem Pferd. Also neben man hat eine Hose ausgesessen, auch da taucht das Verb nochmal auf, wenn die verschlissen ist. Oder wenn die Vögel die Eier ausbrüten jetzt im Frühjahr, auch das ist Aussitzen. Aber dieses Aussitzen beim Trab, das zeigt schon, das ist eine Kunst, die muss man lernen. Man muss sich den Bewegungen des Tieres anpassen, sonst macht der Reiter plumps. Ja, sonst brütet man noch was aus beim Aussitzen. Und Sie sitzen ja schon sehr lange als Kolumnist hier auf diesem Platz am Mittwochmorgen auf Bremen 2. Dafür, dass es Aussitzen ist, reden Sie aber, glaube ich, zu viel, oder Herr Küppersbusch? Ich muss ja auch immer in 4 Minuten fertig sein. Haben wir die schon? Dann könnten Sie das klassische... In diesem Moment haben wir die 4 Minuten erreicht. Und bevor Sie noch zurücktreten... Kommando, Küppersbusch, sitz aus. Ja, sitz aus bitte, Herr Küppersbusch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschö.